Okay. Hochklettern. Und dieses Ding hier betrachten. Men say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a spear and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Oh, guck mal da. Sieht ein bisschen wir aus, wie das hier gebaut ist. Somit dieser eine Stützbalken, den von links kommenden Balken stützt. Was gibt's denn hier zu essen? Happa, happa, hab Hunger. Hier sich mal kurz ausruhen. Naja. Ah, guck mal, hier stimmt's. Ah, sind beide Balken. Gehen bis zum. Ja, First. Nenn ich das jetzt mal. Ah, gut, dann fehlt hier einfach nur ein Stück. Ein bisschen was fehlt da. Ne? Hallo. Gab es solche Bildnisse nicht auch im, 2013er Tomb Raider? Aber da gab es doch eine Herausforderung, solche Bildnisse irgendwie zu zerstören. Von Wänden reißen, keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas war da. Aber wir sind hier jetzt nicht bei Lara Croft. Kann ich auch wieder hoch? Oh nein. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Also, ich weiß nicht, irgendwie. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Es hat doch was zu bedeuten. Wobei, ich glaube, nicht alle, die da hängen, haben was zu bedeuten. Aber ich schätze mal, wir haben hier gleich wieder so ein Dingen. Das ist. Und da ist was, da will ich hin. Okay, da geht's auch gleich weiter wahrscheinlich. Aber hier haben wir erstmal wieder so ein Teil. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye. As offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another.
Okay, hier entlang, da sehe ich auch wieder so ein Portal. Lower the wedge. Da ist deine Tür. Okay, ich schätze mal, hier wird sich eine Brücke auftun, sobald wir durch irgendein Portal laufen. Möglicherweise. Ja, das ist einiges. Da ist die Tür, die wieder mit dem Siegel verschlossen ist. Hier war ich eben auch schon, oder? Ja, genau, da ist diese Brücke. Kann man hier nicht. Dann schauen wir mal gleich zur Tür. Beziehungsweise, halt. Nee, das probiere ich gar nicht erst. Geht's halt auch nicht weiter. Da vielleicht. Nee. Hätte sein können, dass sie da hochklettern kann oder so. Okay, zur Tür. Hat es eine Brücke? Hier hat es wieder, ach, so ein Portal-Dingens. Was haben wir hier? Nichts weiter, okay. Hätte ja sein können. So, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal sämtliche mögliche Wege hier erkundet. Und jetzt schauen wir uns doch erstmal hier das an. Gott. The song. Bell Raven song. Es richten ja, es leuchten ja wirklich alle diese Dinger. This reminds her of somewhere. The forest. Where? Which forest? The forest in the wilds. The wilds. She left in. Geh mal erstmal hier lang. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds?
She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Ah, okay. Da drüben ist auf jeden Fall was. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But it didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. Ich komme ja da trotzdem nicht hin. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Da irgendwie. Okay. Hier komme ich auf jeden Fall so nicht weiter. Hier ist nichts. Ah, doch, da ist was. Wenn ich hier durchgehe, vorher. Hat es hier einen Balken? Hier ist doch safe auch noch irgendwas da oben. Müssen wir vielleicht von der anderen Seite ran. Ist die Teil der Brücke einfach nach unten gestürzt. Okay. Bin jetzt hier ganz einfach auf dieser anderen Seite. Da ist doch noch irgendwas. Da war ich schon da oben. Konnte man einfach hin. Da ist auch noch mal so ein Durchgang. Ein Portal. Moment. Ach. Ja. Richtig, hier war ich eben ja schon und da bin ich da durch dieses Portal auch schon durchgelaufen. Und hab das da drüben richtig, da war was. Fragte ich nur, ob ich vielleicht durch irgendeins von denen auch nochmal so durch muss, um vielleicht noch einen anderen Bereich betreten zu können. Ich meine, ich bin jetzt durch das da durch, um hier rüber zu kommen. Vielleicht muss ich da nochmal durch, um irgendwas anderes zu haben. Okay, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ich hier hochklettern.
Interessant. Gehen wir mal da durch. They're gone. They're gone. No. Half of them have gone. They're gone. Some are still there. But where? Some are still there. Well, oh, Raven's helping. No. He's not helping. It's a trick. Quiet. Out in the wilds. In the cold winter woods. She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Das ist interessant. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein paar von diesen Symbolen weg. She remembered her promise. Guck mal, das da drüben ist doch auf jeden Fall eins. Ein richtig. Oder warte mal, die sind alle. Ah, doch. Wir müssen halt sie wohl auf alle auf drei beschränken, dass es genau die Figur gibt. Gut, dann schauen wir mal weiter. Hier muss doch sicher noch was sein. Ich probiere das jetzt tatsächlich so. Ich habe ja jetzt hier die Brücke habe ich ja runtergelassen. Das heißt, ich brauche definitiv den Balken hier, den brauche ich nicht. Schauen wir mal. Da ist er. Frage mich, was ändert sich dann noch? Wenn der Balken weg ist. Gut, ich kann da nicht mehr rüber, weil der Balken nicht da ist. Aber ich kann da drüben rüber, weil die Brücke da ist. Mal gucken, vielleicht hat sich ja noch irgendwas geändert. Ansonsten gehe ich auch da nochmal durch. Nicht eben hier? Das sieht zumindest ganz anders aus. Lol. Irgendwie gerade verwirrt. Hat das Wegmachen des Balkens ist hier so viel verursacht? Ich bin doch auch hier gewesen gerade. Oder habe ich mich da so getäuscht? Ich muss hier gerade noch ein bisschen. Hier muss ich mich jetzt gerade orientieren. Bin jetzt so völlig durch den Wind irgendwie. Ja, Moment mal. Ich war gar nicht da, wo ich eben hin bin, sondern hier. Richtig, und hier wollte ich jetzt mal gucken, ob sich
wo noch irgendwas verändert hat. Erstmal gehen wir hier hoch kurz. Sehen, hier ist nichts anders und wieder runter. Und hier wollte ich noch mal hin, wo ich von dem Balken hergekommen bin. Der Balken ist weg. Aber hier ist ja nur auch sonst nichts. Gut, dann zurück. Und da hinten hin. Da ist die Brücke. So, und diese Stelle da hinten, das ist ja nochmal ganz was anderes. Aha. Da ist Brücke, da ist nicht Brücke. Aber was ändert sich dann noch? Ändert sich überhaupt noch was? Okay, gehen wir erstmal rüber. Wir waren da gerade eben ja schon mal. Und diese Brücke habe ich ja auch umgestoßen. Gut, hier kann ich die Tür öffnen. Oh, da ist noch Stele, die gehe ich mir gleich mal holen. Beziehungsweise aktivieren. The Northmen say that Odin has two ravens. Their names are Thought and Memory. And each day he sends them out to fly all across the world. Upon their return, they perch on his shoulders and tell him everything they have seen and heard. In this way, he learns of things far and wide, and for this reason, he is called the Raven God. Sinua, like Odin, you must seek wisdom through thought and memory if you are to succeed in your quest. Okay, hier habe ich auf jeden Fall noch ein Hindernis, das ich zu überwinden habe. Da schauen wir doch mal. Da bin ich auf jeden Fall schon mal durchgelaufen. Schauen wir mal da drüben. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich diese Brücke wegmache. Vielleicht taucht ja dann genau da eine Brücke auf. Wäre auf jeden Fall sehr spannend, wenn ja. Schauen wir mal da drüben, da haben wir ja auf jeden Fall eine Brücke, die ins, über die wir jetzt rüber können. Ich schau auch hier nochmal. Ah, nee. Hier muss ich wohl machen, weil, ha, dann ist die Mauer dazu. Ja, richtig. So wird's gemacht. Das brauchte ich dann offen, damit ich hier die Tür aufmachen kann und die Tür
Die ist jetzt offen, da kann ich durchgehen. Und ralala. Und the ravens. They will go. No. There's still three. There's three. There's three. Where are they going? She did it. What does it mean? She's looking back. I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow. The smallest hints of shape. Or thought grow in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Ah, warte, hier komme ich wieder rüber. Hier habe ich schon wieder weggemacht, die Brücke. Was mich nur noch ein bisschen irritiert ist, da drüben, da war meiner Meinung nach auch noch mal eine Stelle, wo man runter springen kann, allerdings zu mir hin. Das muss doch gleich da sein. Ja. Hier, genau hier. Sieht so aus, als wäre da noch was. Dass man von da oben kommt und hier landet. Aber da ist nichts. Ja, kann ich diese Brücke hier entstehen lassen, also den Balken, damit man darüber kommt, aber dann geht es geht da drüben, geht es ja nicht weiter irgendwie in die Richtung. Oder hier irgendwas. Gut, lasse ich das mal. Gehen wir mal lieber hier nachgucken. Muss von hier aus auf jeden Fall gehen. The gate is open. Open. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yeah. Gnawed her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? Nee, wenn ich mir das recht überlege, da kann nichts sein. So, musst du das nochmal mir angucken von da. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal durch das Tür. Das Türchen. Und dann mache ich auch mal eine Aufnahmepause. Manchmal wünsche ich mir schon, sie würde ein bisschen schneller gehen. Das gespeichert, dann gucken wir uns noch hier mal kurz diese Gegend an und das da vorne sieht echt
sieht böse aus. Aber was uns da vorne erwartet, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Und dann würde ich sagen, war's das. Oh, und in der nächsten Folge geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.